Normalerweise sind Kiffergeschichten ja lustig. Muss wohl am Stoff liegen. Und wenn ich so nachdenke, sind Kifferfilme immer Komödien. Alte Regel von mir. Heroin gleich Tragödie. Alkohol ergibt ein Drama. Marihuana, eine Komödie. Bis auf das Ende der Grasgesellschaft. Das war nicht so komisch. Aber das haben wir natürlich erst hinterher gemerkt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer von uns auf den Namen gekommen ist, weil wir an dem Abend alle ziemlich zugedröhnt waren. Nicht, dass das was Besonderes gewesen wäre. Schließlich trafen wir uns ja bei Hacke, um in aller Ruhe einen durchzuziehen. Wir? Das waren Hacke, Pancho, Weedy Gonzales und ich. Ein paar Mal war auch Hackes großer Bruder dabei. Aber die Gesellschaft, das waren nur wir vier. Wir hatten mal auf einer Klassenfahrt festgestellt, dass wir alle die gleiche Entspannungstechnik hatten. Von da an haben wir uns dann regelmäßig bei Hacke zum Entspannen getroffen. Zum einen, weil Hacke am nächsten an der Schule wohnte, vor allem aber, weil Papa Hackenberg sich selbst ab und zu eine Tüte gönnte und die Sache locker sah, solange wir nicht zu oft tagten. Nach 5 oder 6 Treffen hat Pancho dann vorgeschlagen, wir sollten uns doch einen Namen geben, so wie in Der Club der Toten Dichter. Unsere ersten Ideen waren Pub der Roten Lichter und Club der Dichten Dichter, also ziemlicher Käse. Ich hatte die Idee, wir könnten uns ja High Society nennen. Das wäre es fast auch geworden, bis ausgerechnet Weedy meinte, Anglizismen seien Bullshit. Und irgendwer kam dann mit Grasgesellschaft an. Von wegen Spaßgesellschaft und so. Und Spaß hatten wir ja. Das wurde mit einer Gegenstimme angenommen. Die kam von mir, weil mein Vorschlag nicht genommen wurde. Und ich deswegen sauer war auch wie die. Hat aber nichts genützt. Basisdemokratie ist manchmal echt kacke. Pancho hat übrigens nichts mit Pancho Villa zu tun, sondern damit, dass er mal eine Literatur aus dem Don Quixote vorlesen musste und dauernd statt Sancho Panza, Pancho Sansa gesagt hat. Das blieb hängen. Weedy hat seinen Spitznamen erst im Club bekommen, weil es keinen gab, der so schnell eine Tüte bauen konnte wie er. Und ich war der Dude, weil ich so eine ähnliche Strickjacke habe wie Jeff Bridges in The Big Lebowski. Und damit mal mit einer offenen Milchtüte in der Hand über den Schulhof gegangen bin. Mit einem White Russian könnte mich trotzdem jagen. Naja, angefangen hat die ganze Scheiße eigentlich erst, als Pancho das Loch im Zaun entdeckt hat. Bei uns in der Nähe gibt's nämlich so ein staatliches Versuchsgut. Wir wussten nicht viel darüber, nur dass da so neue Obst- oder Getreidesorten getestet wurden. Hat uns auch nicht groß interessiert. Bis Pancho das Loch im Zaun entdeckt hat. Da sind wir dann mal eingestiegen. Nur so aus Neugier. Und dann haben wir den Hanf entdeckt. Ich sag extra Hanf, weil das keine illegale Grasplantage ist. Denen geht es um die Fasern. So für Klamotten und Papier. Deshalb war da auch wenig THC drin, das war uns auch klar. Aber wir haben natürlich trotzdem was zum Probieren mitgenommen. Ich meine, für lau hätte auch jeder. Zumindest jeder von uns. Außerdem, was sollte schon passieren? Schließlich ist an Hasch noch keiner gestorben. Außer dem Typen, den im Rotterdamer Hafen ein paar Tonnen roter Libanese auf die Rübe gekracht sind. Aber das war ja streng genommen ein Arbeitsunfall. Das wäre mit Oregano genauso passiert. Wir sind auch vorsichtig gewesen, haben das Kraut nicht pur geraucht. Naja, eigentlich haben wir es deshalb nicht gemacht, weil das Zeug nicht so doll roch. Und das Aroma war auch nicht der Renner. Wir haben es vor allem genommen, um unsere Vorräte ein bisschen zu strecken. Konnte schließlich keiner ahnen, dass genau das der Fehler war. Haben die Biochemiker an diesem Regierungsinstitut ja auch erst spät herausgefunden. Und Mann...
Die Mischung ging echt ab. Wie geht der Spruch? Der Geschmack ist zwar scheiße, aber die Farben, Mann, die Farben. Was noch dazu kam, war, dass die Wirkung viel länger anhielt als bei unseren üblichen Joints. Die dröhnten normalerweise höchstens eine Stunde, anderthalb. Und länger als 2 Stunden war keiner von uns je high gewesen. Nicht von einer Tüte. Aber das Kraut hielt Minimum 5 Stunden. Anfangs fanden wir das noch geil, weil es unser Budget schonte. Bis dann die Flashbacks kamen. Da hörte der Spaß ziemlich schnell auf. Und danach dauerte es ja auch nicht mehr lange, bis sie uns aus dem Verkehr gezogen haben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, ab wann das mit den Flashbacks richtig losging. Ich meine, da hast du einen Tag oder zwei nichts geraucht und dann bist du urplötzlich wieder stoned. Einfach so, aus heiterem Himmel. Ich meine, von LSD hatte ich sowas gelesen. Aber Hasch? Und diese Flashbacks waren stark. Fast so stark wie der eigentliche Trip. Aber das Merkwürdigste war die Sache mit Weedy. Die war richtig creepy. Wenn Weedy nämlich einen Flashback hatte, wusste er auf einmal, was im Fernsehen oder im Radio kam. Ich meine, er hat nicht das Programm auswendig gekonnt. Nein, er wusste, was gerade lief. Haben wir bei einer unserer Sitzungen gemerkt. Wir hockten gerade bei Hacke vor der Glotze und zogen uns irgendeinen Scheiß rein. Dann kam Werbung und Hacke wollte umschalten. Aber Weedy meinte, da liefe derselbe Mist. Und als Hacke umschaltet, kommt da tatsächlich genau die gleiche Reklame. Zuerst dachten wir, es wäre nur Zufall und fanden das irrsinnig komisch. Aber wenn Weedy einen Flashback hatte, gab es nur noch Zufälle. Wir nannten ihm irgendeinen Sender und er sagte meinetwegen Fickzähne oder Persil-Werbung. Und es stimmte immer. Oh Mann, wir hätten jede Menge Kohle mit Wetten machen können. Aber wir haben lieber die Dosis runtergesetzt. Dabei wussten wir damals noch gar nicht, wie die dieses Kraut hergestellt hatten. Das haben uns erst die Ärzte hier in der Klinik erzählt. Ursprünglich hatten die es nämlich ganz normal mit Kreuzen versucht. Allerdings kam da nicht viel bei rum. Ich meine, das gab schon neue Sorten, aber die unterschieden sich nicht großartig von den alten. Da haben sie es dann mit Mutationszüchtung probiert. Da werden die Pflanzen radioaktiv bestrahlt bei, damit mehr Mutationen entstehen. Das ist aber nicht so wild, wie es klingt. Braucht sich also keine Sorgen zu machen, dass wir neuerdings leuchten im Dunkeln. Das war nicht das Problem. Jedenfalls nicht, soweit ich es verstanden habe. Einer von diesen Biochemikern hat es uns mal erklärt. Zumindest, was sie schon wissen. War wohl eine ganz schöne Tüftelei, das rauszukriegen. Jedenfalls, in dem Kraut, das wir haben mitgehen lassen, hatte sich wohl ein neues, wie ging das nochmal, Cannabinoid gebildet, das sie noch nicht kannten. Das allein wäre jetzt nicht schlimm gewesen. Aber zusammen mit dem THC aus unserem Weed hat sich so eine Art Super-Cannadingsbums gebildet. Das ist nicht nur stärker als der normale Stoff, sondern wird auch nicht richtig abgebaut. Und anstatt es auszuscheiden, lagert der Körper es wohl irgendwie zwischen und je nachdem, was man isst oder trinkt, setzt er das Zeug wieder frei. Dann wird man wieder high und die ganze Scheiße geht von vorne los. Die Ärzte meinen jedenfalls, dass es wohl noch 6 bis 8 Monate dauert, bis alles davon aus uns raus ist. Und so lange bleiben wir unter Beobachtung. Echt super. Pancho, Hacke und ich sind hier in der Klinik nämlich mit Abstand die Jüngsten. Die anderen Patienten liegen alle irgendwo zwischen Grufti und Scheintod. Zum Glück haben wir Kabel. Draußen ist nämlich gar nichts, außer Gegend. Erst kommt Wald, dann Wald,
dann noch mehr Wald und ganz zum Schluss wieder Wald. Wie in einem verdammten Nationalpark. Vielleicht nicht gerade der Arsch der Welt, aber höchstens ein Furz weit davon entfernt. Ist schon ein Wunder, dass die Zufahrtsstraße geteert ist. Immerhin ist das Essen prima. Und ein paar von den Schwestern auch. Hätte also schlimmer kommen können. Wär's ja auch fast. Als wir nämlich das dritte oder vierte Mal ernten fahren wollten, war das Loch im Zaun weg. Zugemacht. Pancho hatte es gleich gesehen, meinte nur Kacke und hat direkt Gas gegeben. Hat richtig gut reagiert. Und dann, ein Kilometer oder so weiter, plötzlich BÄM! Flashback. Die anderen haben es gar nicht so mitbekommen, weil sie hinten saßen und noch über den Zaun diskutiert haben. Ich saß vorne. Und plötzlich hockt sich Pancho hinter das Lenkrad wie ein Dreijähriger auf dem Bobbycar und kichert. Wum, wum. Pancho Rasanto reitet wieder. Wum. Ich will noch sagen, dass er den Scheiß lassen soll, als auf die Gegenspur fährt und meint. Wum, wum. Pancho Rasanto reitet zwischen zwei Lagerfeuern hindurch. Wum. Nur, dass da keine Lagerfeuer waren, sondern die Scheinwerfer von einem verdammten LKW. Ich hätte mich alleine eingepisst vor Panik. Zum Glück war es auch kein LKW, sondern zwei Motorradbullen. Und Pancho ist mitten zwischen den beiden durchgebrettert. Konnte von Glück reden, dass er keinen umgenietet hat. Und dann hat er die Karre sauber in den Straßengraben geschmissen. Das war das Ende der Fahrt. Und der Grasgesellschaft. Danach ging es erstmal ziemlich rund. Polizei, Verhöre, Blutuntersuchungen, noch mehr Verhöre. Dann Ärzte. EKG, EEG, MRT, psychologische Tests. Das volle Programm, vermute ich zumindest. Und nach den MRTs tauchten plötzlich diese Anzugtypen auf. Die ganze Scheiße ging nochmal von vorne los. Die Anzugtypen immer dabei. Haben sich aufgeführt wie die verdammten Men in Black. Haben auch nie gesagt, für wen sie eigentlich arbeiten. Einmal habe ich einen Blick auf ihre Unterlagen werfen können. Ganz kurz. Oben auf dem Blatt war so ein komisches Logo. Und daneben stand irgendwas von wegen Foundation. Keine Ahnung, was das ist. Hab mich auch nicht getraut zu fragen. Klang aber ziemlich creepy. Danach kamen wir dann hier in die Klinik. Zumindest Hacke, Pancho und ich. Weedy nicht. Der kam in eine Spezialklinik. Angeblich. Die Anzugtypen meinten, sein Gehirn weise ein paar ungewöhnliche neurophysiologische Veränderungen auf, die näher untersucht werden müssten. Anschließend würde er auch hierher verlegt. Bis jetzt ist Weedy allerdings noch nicht wieder aufgetaucht. Und immer wenn wir nachfragen, heißt es nur, es ginge ihm gut und er käme bald. Ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, die Ärzte hier wissen genauso viel wie wir. Nämlich einen verdammten Scheißdreck. Ich gehe jetzt wieder auf mein Zimmer. Ist sicherer, wenn der nächste Flashback kommt. Und ich kriege gerade wieder diese Trockenheit und den komischen Geschmack im Mund. Kann also nicht mehr lange dauern. Das rote Lämpchen an der Überwachungskamera fängt auch schon an, größer zu werden. Bevor es anfängt zu tanzen, bin ich besser im Bett. Ah, wenigstens sind es keine Horrortrips. Und eins kann ich euch sagen. Die Farben sind wirklich gigantisch.